hab keine Ahnung, ob du traurig oder fröhlich, leutselig, einsam oder überhaupt. Und bin ich ehrlich, wie es wohl gefordert, es schert mich nicht. Ich singe dies Lied vom Anfang bis es endet, doch dies Lied ist nicht für dich. Auch wenn es dir nicht passt, es bleibt dieses Lied für mich. Weiß ich, ob meine Worte dich erreichen oder treffen, verletzen, heilen oder überhaupt. Und bedenk, ich rein, für Zeile, war nichts davon gemeint. Ich spiele dies Lied vom Intro bis zum Schluss und spiel's ganz allein für mich. Auch wenn du nicht klatscht, es bleibt dieses Lied für mich. Und suchst du nach Worten, um zu fassen, was dich beim Hören bewegt, rate ich, sie ganz bei dir zu lassen, es sei denn, du singst dein Lied. Denn hast du eine Ahnung, ob ich traurig oder fröhlich, leutselig, einsam oder überhaupt. Und bist du ehrlich, wie ich es erwarte, es schert dich. Du hörst dies Lied vom Intro bis zum Schluss und das Lied ist nicht für dich. Auch wenn du jetzt geht, es bleibt dieses Lied für mich. Dieses Lied, was ich begann und jetzt am Ende, dies Lied ist nur für mich. Ja, herzlich willkommen zur offenen Liederbühne des Zimmer 16, heute unter dem Motto, jeder ein Lied. Und traditionell geht was schief am Anfang. Diesmal ist es nicht der Ton, nicht der zweite Stream. Ich muss erstmal Strom für meinen Laptop besorgen. Weil der beschwert sich, der Akkustand, und schon sind wir wieder da auf Sendung. Wunderbar. Dieses Mal habe ich einfach alle angeschrieben und gefragt, die schon mal da waren, wollt ihr nochmal mitmachen? Wir machen einfach nur jeder ein Lied und dann haben wir einen schönen bunten Abend. Und wir haben jetzt einfach beschlossen, das ist der letzte, den wir so machen müssen. Beim nächsten Mal stehen wir in irgendeiner Form auf der Bühne. Behaupte ich jetzt. Ich bin da ganz gewiss. Der erste Künstler, der jetzt kommt, war aber noch überhaupt gar nicht bei den Streams. Den hatten wir vor ein paar Monaten angefragt. Willst du nicht mitmachen? Weil er ist ein regelmäßiger Gast auf der offenen Liederbühne im Zimmer 16 direkt. Ich hole mir jetzt mal nach vorne. Das ist ja auch nicht. Wir können ja mit Leute reden, die man ja nicht sehen kann. Da ist er, genau. Und hatte erst gesagt, nee, passt nicht, keine Technik, sonst wie. Und als ich die Seite zusammengestellt habe für diesen Abend, sprang er mitten drin, dass er jetzt hätte Zeit. Und ich dachte, ja gut, dann ist aber nur ein Lied. Aber dafür das erste. Er hat vor kurzem irgendwie auch, ja, es tut mir leid, ich habe es tatsächlich vergessen. Ich habe die ganze Wochenende dieses und jenes. Erzähl's einfach. Ich heiße dich herzlich willkommen, Jörn Zacharias. Ja, schönen guten Tag. Na, ich habe mit Freunden aus Rostock, wir haben einen Film gedreht in Hoch-Corona-Zeiten, also im Februar sind wir mit den Kameras an die Ostsee gefahren. Wir haben uns sogar ein offizielles Schreiben mit Drehgenehmigung besorgt und der Film ist jetzt im April rausgekommen. Man findet den auf der Website des Literaturrats Mecklenburg-Vorpommern oder unter dem YouTube-Kanal H. Heinis, wenn wir nennen uns als Lesebühnenkollektiv die Heinis. Weil wir alle mal im Friedrichshain gewohnt haben, aber inzwischen wieder größtenteils an der Ostsee, an der Küste sind. Außer ich hänge hier in Südwest-Mecklenburg, in Ludwigslust, im Hausflur. Bin ich hörbar? Du bist hörbar, mein Kollege hier konnte bloß nicht, musste schon mal ein bisschen basteln. Okay. Ja, du bist hörbar. Ja? Thomas Ahn, wo ist er? Thomas? Wo ist wer? Yeah. Egal. Thomas schrieb in den Chat, wo ist er denn? Weiß nicht, keine Ahnung. Ich oder wer? Ja. Ich sitze in Ludwigslust. In Lulu. In Lulu, genau. In Südwest-Mecklenburg. Ja, jetzt wollen wir aber die Sache nicht noch lang verlängern, weil wir wollen ja eigentlich Lieder hören und das wird ja sonst irgendwie
Ich gebe dir jetzt den Spotlight alleine. Heißt das, dass ich mich wegnehmen muss oder muss ich mal das Spotlight entfernen? Super. Jörn Zacharias. Okay. Ja, ich sitze hier im Hausflur bei meinen Eltern da hinten. Das ist ein Bild von meinen beiden Urgroßmüttern, von meinen beiden Großmüttern, die Zwillinge waren. Und da ganz unten sitzt meine andere Oma, da drüben sitzt meine Mutter und hier sitze ich. Und ich singe jetzt euch ein Lied. Und zwar habe ich das vor einem Jahr so ungefähr angefangen zu schreiben. Ist jetzt fertig geworden. Sollte eigentlich auf dem Karneval der Kulturen gespielt werden, mit einem Umzug zusammen mit Kindern aus dem Wedding. Jetzt hört ihr es. Das heißt, wir sind zu fremd und zu verworren. Sei meine Insel. Okay. Wir sind so fremd und so entzweit und so verworren. Im letzten Hemd und außer Korn für alle Zeit und voller Zorn. Danke, Jörn. Und bevor wir jetzt zum nächsten Künstler kommen, kommen wir erstmal zum übernächsten Künstler. Hallo, Ella. Hi. Wunderbar, der Ton ist da. Das ist unser Soundcheck jetzt immer. Ich werde einfach immer den übernächsten Künstler anhören, weil die sich alle Stück für Stück, danke, Ella, reinschalten. Jetzt kommt aber, genau, Entschuldigung, Jörn, dass ich dich da noch hängen ließ. Oh, ist auch schön, ein Bücherschrank. Der nächste Künstler ist, der Ort hieß, glaube ich, Böblingen, wenn ich mich recht erinnere. Korrekt. Lulu, von Lulu nach Böblingen. Gibt es für Böblingen auch so eine Abkürzung, Böbi oder so? BB, also Böblingen ist das Autokennzeichen BB. Okay. Herzlich willkommen, Klaus-Peter Nies.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Das Lied, was ich heute spiele, heißt Wolfszeit und es ist ein Lied aus der kalten, grauen Stunde vor der Morgendämmerung, kurz bevor die Sonne aufgeht. Abendschatten, kaltes Land, Frost liegt auf den Felden, Vögel singen keine mehr in den kahlen Wäldern, Wölfe heulen überm Tal wie verlorene Seelen, Schlaf ist kurz in dieser Zeit, weil mich Träume quälen. Windzeit, Wolfszeit und mein Kompass geht im Kreis, welche Richtung soll ich von hier gehen? Echsenzeit, Dunkelzeit, düster ist das Tageslicht, vor mir kann ich keinen Weg mehr sehen. Weiher stehen schwarz und leer, eisig fällt der Regen. Wenn sich Nebel tief und grau auf die Seele legen, Feenzauber wirkt nicht mehr, Wärme ist vertrieben, nur trüb und blass sind mir noch geblieben. Windzeit, Wolfszeit und mein Kompass geht im Kreis, welche Richtung soll ich von hier gehen? Hexenzeit, Dunkelzeit, düster ist das Tageslicht, vor mir kann ich keinen Weg mehr sehen. Nordwind treibt den Winter her, dass die Steine krachen. Fahnen klirren, ersten Schnee bringen Wolkendrachen. Über mir die wilde Jagd, wohin wird sie führen? Gespenster, Höllenspuk lässt mein Blut gefrieren. Windzeit, Wolfszeit und mein Kompass geht im Kreis, welche Richtung soll ich von hier gehen? Echsenzeit, Dunkelzeit, düster ist das Tageslicht, vor mir kann ich keinen Weg mehr sehen. Frühjahrtag wird zögernd hell, Licht ist neues Leben. Morgenrot umarmt die Nacht, wird den Schleier heben. Langsam weicht die Dunkelheit, Sonnenstrahlen singen. Schneekristalle höre ich hell und silbern klingen. Windzeit, Lichtzeit, endlich seh ich wieder klar, kann den Weg bergauf schon wieder sehen. Wandelzeit, Zauberzeit, alles fließt und ändert sich, manches lerne ich noch zu verstehen. Manches lerne ich noch zu verstehen. Danke, Klaus-Peter Nies. Vielen Dank nach Böblingen. So, wir sagen jetzt kurz Hallo nach... es war bei Dame. Ich habe es jetzt doch wieder vergessen. Hallo Stefan. Sag mal ein Wort.
Nee, du müsstest dich mal kurz anschalten, damit wir dich hören, Stefan. Das ist der Sinn von so einem Soundcheck. Ich glaube, normalerweise ist aber jetzt auch die Kollegin... Ja, ist Ella dran. Ich wollte bloß ein Wort von dir hören. Das ist alles. Das ist unser kurzer Zwischendurch-Soundcheck. Hallo, Stefan. Wir gehen jetzt zu Ella. Hi. Hallo, Ella. Dir geht's gut? Du genießt den Lockdown? Nee, nicht wirklich, ne? Ja, ich genieße den Lockdown. Ach, echt, ja? Nein. Aber nee, nicht es wirklich. Ist okay. Aber du hattest ein schönes Konzert bei uns, fand ich, zusammen mit dem Rainer vom Feld. Ja, vielen Dank nochmal. Ja, na, vielen Dank, für dass du da warst. Kann man immer noch sehen auf dem Zimmer 16-Kanal. Und jetzt spielst du noch ein Lied für uns. Ella Fuchs. Genau, ich spiele Man of Art. Doesn't mean that they
Danke, Ella Fuchs. Ja, wir haben ja den Komfort, wir sitzen zu zweit. Das gibt immerhin von zwei Leuten wenigstens immer Applaus. Dankeschön. Wir machen kurz den Soundcheck für den Arvid. Hallo Arvid, wie geht's dir? Schalt dich mal kurz an und sag Hallo. Arvid, hörst du mich? Sag mal Hallo. Ja, sprechen. Schalt dich mal an und sag mal Hallo, damit ich höre, dass du da bist. Arvid. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wunderbar, Dankeschön. Wir gehen zu Stefan Weitkos. Ja, um mit kurz zu erklären, wenn ich hier 18 Leute im Überblick habe, werde ich A, nervös und B, zieht Bandbreite auf meiner Leitung. Das heißt, die Qualität, die bei euch ankommt, wäre dann irgendwann nicht so schön. Das will ich nicht, deshalb kommen die Leute nacheinander hier rein ins Meeting und ich schalte es immer frei und damit wir wissen, dass das wirklich klappt oder eventuell Probleme nochmal zwischendurch klären können, sage ich Hallo, bevor der nächste Künstler kommt. Und der nächste Künstler, ich weiß immer noch nicht, wo das ist. Wo war das bei Dahme? Landkreis Dahme-Spreewald. Und wie heißt das Nest? Das Nest heißt Schwerin, aber es ist das kleine, ganz kleine. Schwerin. Das war. Kann es sein, dass du dein Originalton noch irgendwie und dann müsstest du das mit dem Kopfhörer auf. Wir haben jetzt ein Echo. Aber ich schalte mich raus und dann machen wir das. Dann hat sich das auch erledigt. Hallo Stefan Weitkos. Hallöchen. Also, heute ganz viele Künstler, finde ich super, im Zimmer 16 und mit der offenen Liederbühne. Klasse. Und ich habe ein Lied und bringe, glaube ich, ein bisschen. Ich habe mir gedacht, ich mache was Schnelles und was Witziges, damit das hier gut und fuffig dahergeht. Ja, hat er mich gut vorgestellt, Stefan Weitkos, Liedermacher, klar, Landkreis Dahme-Spreewald. 1000 Fragen. Tausend Fragen schütten sich ein Tal aus Tränen. Irgendwoher kam das ganze Beben. Atemlos, wirkungslos, bewegungslos, bedeutungslos. Zu viele Feuer verbrennt das Leben. An dem wir sitzen, warten, hoffen, flehen. Nein, die Entscheidung fällt heute nicht. Es war doch nur ein Vor- und dann zurück. Viele Feuer verbrennt das Leben, an dem wir sitzen, warten, hoffen, flehen. Nein, die Entscheidung fällt heute nicht. Es war doch nur ein Vor und dann zurück. Zurück. Und sagt er noch, wir können ja hier nicht ewig bleiben. Was kümmert's dich, wohin die Leute gehen? Lass uns nicht zu lang verweilen. Und komm, es ist doch nur ein Vor und dann zurück. Es ist doch nur ein Vor und dann zurück. Ja! Schütten sich ein Tal aus Tränen. Irgendwoher kam das ganze Beben. Atemlos, wirkungslos, bewegungslos, bedeutungslos. Wünsche dir was immer auch noch heute. Lebe, Liebe, Freiheit, deine Träume. Und vor allem erinnere dich, wer du bist. Es war doch nur ein Vor und dann zurück. Wünsche dir was immer auch noch heute. Lebe, Liebe, Freiheit, deine Träume. Und vor allem erinnere dich, wer du bist. Es war doch nur ein Vor und dann zurück. Zurück. Sagt er noch, wir können ja hier nicht ewig bleiben. Was kümmert's dich, wohin die Leute gehen? Lass uns nicht zu lang verweilen. Nun komm, es ist doch nur ein Vor und dann zurück. Es ist doch nur ein Vor und dann zurück.
tausend Fragen schütten sich ihr Tal aus Tränen. Irgendwoher kam das ganze Beben. Atemlos, wirkungslos, bewegungslos, bedeutungslos. Dankeschön. Danke, Stefan Weitkurs. So, du machst dich wieder stumm, damit wir hier diese Echorei, Dankeschön, ersetzen. Mir fehlt jetzt leider der übernächste Künstler. Deshalb bitte ich mal den überübernächsten, welcher der Rainer wäre, sich auch schon mal einzuklinken für den Fall, dass der Morris aus irgendwelchen Gründen da irgendwie was nicht schiefgegangen oder sonst noch was. Wir begrüßen jetzt erstmal aus Berlin den Arvid Wolf, der... Du bist in den letzten beiden Streams sogar dabei gewesen, ne? Oh ja, kann sein. Genau. Sehr schön. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. Sehr, ganz cool. Und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Hast du einen Originalton eingeschaltet? Habe ich. Es kommt was an oder kommt nichts an? Es kommt was an. Es klingt ein bisschen verzischelt, aber... Ja, das war ja das letzte Mal auch schon so. Das letzte Mal hatten wir auch schon... Also Habe ich schon gemeckert, ja? Nee. Besser wird es nicht. Ist das so? Kommt der Sound einigermaßen? Ich denke, es ist okay. Ich spiele mal Gitarre an, dann wissen wir es. Wie heißt denn der Button, der gerade, der Originalton-Button? Kann es sein, dass er gerade einschalten heißt? Oben steht Originalton aus. Echt? Ja. Soll ich es nochmal lauter drehen, aber dann verzerrt es wahrscheinlich gleich wieder. Naja, das denke ich mal. Wird es besser? Hast du möglicherweise das Laptop-Mikrofon eingeschaltet gerade? Nee. Weil das klingt wirklich komisch. Eigentlich sollte die Gitarre ordentlich klingen, wenn Original drauf ist. Ich nehme es mal raus oder wir verschieben nicht noch. Das war jetzt letztes Mal auch schon so leise. Jetzt gehe ich mal aufs. Ist nicht leise, dass es komisch verschwurbelt klingt, so wie das typisch ist für diese. Soll ich aufs Laptop? Soll ich aufs Laptop-Mikrofon schnell gehen? Bist du sicher, dass du da nicht bist gerade? Ja, ich schalte es mal an. Jetzt müsstest du das Laptop-Mikrofon haben. Spiel mal Gitarre. Das wird eher nur schlimmer. Genau, es wird nur schlimmer. Also mache ich das andere. Gut, dann mach zurück und wir nehmen es einfach so, wie es ist. Nochmal herzlich willkommen, Arvid Wolf. Hey Leute, es ist schade, sorry, dass das mit dem Mikrofon nicht besser klappt. Ich freue mich trotzdem, dass ich dabei bin. Wie auch immer, Mikrofon hin oder her. Ich habe euch ein Lied mitgebracht, was ein bisschen zum Frühling passt. Es ist ja so, wenn es Frühling ist, packe ich eigentlich total gerne mein Fahrrad aus und freue mich, dass man Fahrrad fahren kann und wieder raus kann. Und es macht Spaß, unterwegs zu sein. Aber es gibt halt nicht nur Fahrräder, die unterwegs sind, sondern es gibt diese fetten Karren, die irgendwie auch wieder rausgeholt werden. So kommt es mir vor, im Frühling und spazieren gefahren werden. Diese fetten Dinger, die kein Mensch braucht, riesig große Autos, SUVs oder immer, wie man diese Karren nennt. Ich habe euch ein Lied mitgebracht, über diese Autos, die kein Mensch braucht in meinen Augen. Und die Melodie von diesem Lied ist ein ganz altes Lied, ein altes Spott- und Protestlied. Manche kennen es vielleicht von euch, es heißt auch König von Preußen, ist also viele hundert Jahre alt. Die Melodie, finde ich, passt ganz gut zu dem Thema. Das Lied heißt Berliner Stadtverkehr. Oh, schwarze Limousine, du rollst so feist und schwer auf Panzerwagenrädern im Berliner Stadtverkehr. Die Scheiben sind getönt, der Lack schimmert matt. In diese Welt gehört nur der, der reichlich hat. Die Scheiben sind getönt, der Lack schimmert matt. In diese Welt gehört nur der, der reichlich hat. Und zeigt die Ampel rot, zieht quer ein Fahrradweg. Dann tust du, was du tun musst, räumst, was im Wege steht. Ein Kinderwagen schrammt, ein Kopf mit Helm schlägt an. Das macht kaum einen Kratzer, ruhig ziehst du deine Bahn. Ein Kinderwagen schrammt, ein Kopf mit Helm schlägt an. Das macht kaum einen Kratzer, ruhig ziehst du deine Bahn. Parkst du vor Humboldts um, dann teilet sich die Welt. Teil 1 sind die Verstehenden, Teil 2 sind die mit Geld.
Du sprichst auf deine Weise durch Form und durch Design. Wer braucht schon einen Doktorhut? Das zählt der Führerschein. Du sprichst auf deine Weise durch Form und durch Design. Wer braucht schon einen Doktorhut? Es zählt der Führerschein. So hört Berliner Bürger, hört, wer euch führt und lenkt und wer mit Limousinen euch Leitideen schenkt. Erkennet euren Herrn und zollet ihm Tribut. Die Welt ist eine Scheibe und Herrschaft tut euch gut. Erkennet euren Herrn und zollet ihm Tribut. Die Welt ist eine Scheibe und Herrschaft tut euch gut. Dankeschön. Danke, Arvid Wolf. Jetzt kommen wir, jetzt wenn ich mal doch kurz den Morre hat, der hat sich jetzt doch gemeldet. Da ist er, wo ist er? Den werde ich jetzt so schnell, damit wir in der Reihenfolge bleiben können. Na, sag mal. Ich hasse das. Also man muss Zoom wirklich mit Kontextmenü und raufklicken und es ist wirklich fürchterlich zu bedienen. Hallo Morre. Hallo da. Bist du wieder aufgeregt oder was? Weil ich so nackig bin, meinst du? Ja. Ja, ich bin todesaufgeregt, natürlich. Bloß wegen dem Liedchen? Ach komm. Ach Quatsch. Nein, natürlich bin ich nicht aufgeregt. Aber ich komme gerade vom See und ich dachte, ehe ich jetzt ein kompliziertes Bühnenoutfit aussuche, bleibe ich doch so. Man sieht ja ab hier sowieso nichts. Nee, ist wie Nachrichtensprecher. Ja, ein bisschen, ne? Aber ich bin nicht so gut im Nachrichtensprecher. Ich habe das schon ganz oft geübt, so irgendwie so dieses Ernstbleiben, weißt du, so einen Satz sagen und dabei seriös wirken. Das klappt nicht. Ich glaube, das liegt an der Frisur. Die ist aber auch heute wirklich sehr interessant. Herzlich willkommen, Morre. Heute Morgen war eine Ente in meinem Zimmer. Sie piekte mich mit ihrem Schnabel auf die Nase und ließ mich nicht mehr schlafen. Na warte, du Federvieh, jetzt schreibe ich dir ein Liebeslied. Werde aufgeweckt, einmal blinzeln, ein Augenaufschlag wie ein Glücksorkan und Sonnenstrahlen auf der Haut. Du bist mein Lichtmoment im November, mein Neuanfang und mein Wochenende, mein Alles wird wieder gut. Ich schreibe wieder Liebeslieder, bringe dir den Frühling in deinen Kopf. Der Vögelgefieder schreibe ich nieder, pflanz ne Blume an deinen Zopf. Werde aufgeküsst und gestreichelt. Rosen Duft wirbelt durch die Luft wie ein Schmetterling im Leib. Ich habe mich verloren und dich gefunden. Ich habe was weggespielt und mich weggebiet. Dahinter bin ich nicht verschwunden. Ich schreibe wieder Liebeslieder, bringe dir den Frühling in deinen Kopf. Der Vögelgefieder schreibe ich nieder, pflanz ne Blume an deinem Zopf. Ich schreibe wieder Liebeslieder, bringe dir den Frühling in deinen Kopf. Der Vögelgefieder schreibe ich nieder, pflanz ne Blume an deinem Zopf. Ich blühe auf,
Ich fühle mich wie im Frühling, bin sie vertraut. Ich beginne dran zu glauben, ich blühe auf. Ich fühle mich wie im Frühling, bin sie vertraut. Ich beginne dran zu glauben, dass ich zu Haus bin. Ich schreibe wieder Liebeslieder, bringe dir den Frühling in deinen Kopf. Der Vögel Gefieder schreibe ich nieder, pflanze Blume an deinen Zopf. Ich schreibe wieder Liebeslieder, bringe dir den Frühling in deinen Kopf. Der Vögel Gefieder schreibe ich nieder, pflanze Blume an deinen Zopf. Ich schreibe wieder Liebeslieder, bringe dir den Frühling in deinen Kopf. Für die Fieder schreibe ich nieder, pflanze Blume und deinen Schatz. Dankeschön. Danke, morgen. Und morgen wieder bekleidet. Absolut. Wir sehen und hören uns. Jetzt kommen wir. Wir bleiben in Berlin. Auch jemand, der ein wunderschönes Konzert hatte, genau mit Ella Fuchs, nämlich als Livestream-Konzert im Zimmer 16. Rainer vom Feld, ja. Wir haben sie als Feldfuchs, haben wir sie verkabelt, oder war Fuchsfeld, ne? War Feldfuchs, ne? Feldfuchs, ja. Feldfuchs. Ja. Herzlich willkommen, Rainer vom Feld. Bin eigentlich mehr ein Storyteller, mit ein bisschen Gitarrengeräusche darunter. So, jetzt noch ein Moldau. Ich höre nichts. Wenn mich jemand hört, ich höre jetzt gerade gar nichts. Mach ich mal so. Ich höre gar nichts. Warum höre ich jetzt nichts? Ah. Hat doch immer. Ah, das richtige Mikro vielleicht. Lautsprecher, Kopfhörer, digitale auch. Eigentlich schon. Mach ich mal, klingt das hier. Hört man das? Hört man das jetzt? Seit ich jetzt online bin, seit ich jetzt hier, ist auf einmal alles weg. Gerade eben ging der Sound noch. Jetzt auf einmal ist alles weg. Mhm. Ah ja. Also da. Okay, wir hören nichts, aber wir werden gehört. Jetzt höre ich was. So, und jetzt ist doch das. Jetzt auch noch? Was ist das? Ich höre gar nichts. Was ist eigentlich da los? Jetzt machen wir das. So.
Audio ein. Ja. Super. Jetzt, ein totales Chaos. Aurelia, hörst du mich? Rainer, hört ihr mich? Ich höre alle was, nicken, ja, wenn ihr mich hört. Genau, ja. Also ich höre pass auf, dich, Rainer, mir ist ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Ich werde dich gleich wieder aufrufen. Du schaltest bitte einen Moment stumm und wir werden jetzt erstmal Zartcore-Duo aus bei Kassel. Aus bei Kassel. Kaisersruhe. Schwarzwald, Karlsruhe. Nicht mal Kaisersruhe. Schwarzwald. Der Kaiser möge trotzdem Ruhe. Wir gehen nach Karlsruhe zu Max Biondo und Aurelia Müller. Das Zartcore-Duo. Herzlich willkommen. So, also du bist dran, ja. Geht schon los? Ja. Ja. Zappel ihr wie alle ihr im Internet. Zappel ihr und brappel virtuelles Geschwätz. Sind mir real auch alle meine Weiber böse? Mir doch egal, es gibt genug im Cyberspace, die chatten mit mir nett, Yahoo! Und die kugeln sich und googeln mich dazu. So krieg ich's fein mit mir allein im Bett netter hin. Seit ich so ein cooler Jet-Setter bin. Die Fingernägel fangen schon zu bluten an. Mir ist das gleich. Ich surf plem plem von Camp zu Camp. Mach ludernde Luderreich. Hast du den Skype? Frag ich das Weib, dem ich grad schreib. Sie schreibt mir, Skype, das ist mein liebster Zeitvertreib. Wir schauen uns zu, ich zahl auch noch dafür. Und sie räkelt sich und ekelt sich vor mir. Schmeißt mich raus und lockt sich aus und stellt die Sitzung nicht mehr her, weil ich so ein konfuser Loser wär. Lay, lady, lay, 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 lady. Im Chat mit Lady Chatterley. Mich raus und lockt sich aus und stellt die Sitzung nicht mehr her, weil ich so ein konfuser Loser wär. Oh yeah. Mach ich das. Dankeschön, Aurelia und Max. Wir hatten hier viel Spaß. Wir hatten mal großen Spaß. Danke, dass ihr dabei wart. Wir gehen jetzt wieder zum Rainer, den ich unverfrorenerweise stumm geschaltet habe. Mitten in seiner Performance. Rainer, ich hoffe, du kannst es mir nachsehen. Ansonsten habe ich das Nachsehen. Muss ich nicht mal aufpassen, ne? Ja, genau. Rainer, bin ich jetzt Max Aurelia, schaltet euch stumm. Dann habe ich euch einen Strohhut wegen Rainer. Dann mache ich jetzt und hoffe, ja, dass ich diesmal den richtigen erwische. Bin ich jetzt... jetzt bist du da. Jetzt lasse ich werde mich auch gleich wieder stumm schalten, damit nur du zu hören bist. Ich bitte um Vergebung. Rainer vom Feld. Jo, es sei dir vergeben. Und ich... singe was anderes jetzt.
perfume led to your magic peak. We danced the polka cheek to cheek, tangled up in purple haze. We drove the car beyond the daily maze. We didn't want us to be possessed and failed with that nobleness. And when she gave a piece of her heart, I crawled to eternity, I broke apart. I tamed myself, but going insane. Were you to tell that love's in vain? Were you to tell that love's in vain? Did I see you in the street when I want to meet a bloom of youth passing by? You'll never know how bodies met a long time ago. Long, dirty blonde hair, mysterious flare, the eyes in between of blue and green. Memory clings a deeply clutched, and I followed. Yes, touched. She's reflection of you, what memory can do. And I feel I'm still not through. From the night I quit, I laid her on the stands. They never fit. Mystery remains. We have the surge of pain echo of our yearning dirge, but every once in a while it captures my mind. And I see you in the street in the bloom of your prime. Long, dirty blonde hair, mysterious flare, the eyes in between of blue and green. I never found out, never found what was about you and me. We struggled to be free. Oh, oh, we struggled to be free. Das hat ohne Unterbrechung geklappt. So, ich habe dann schon mal mein Mikro angemacht, weil man hört ja noch nichts und man sieht auch gerade nichts. Yeah. Heißt es, wir sollen einfach losspielen? Okay, dann muss ich mich kurz verkleiden. Brille auf, Haare, Brille ab. Haare auf habe ich ja schon. So, ich vertraue jetzt mal darauf, dass wir auf Sendung sind. Axel Loy. Und ich bin Samuel, der Ukulelenprediger. Und wir spielen den Song Nackig. Uh-huh.
weiß, was ich nicht weiß. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Aber Wissen ist doch mal. Wie kommt es dann, dass man darüber lacht? Wahrheit ist schon schön, doch sollen wir nicht gleich alles sehen. Obszön und splitternackt. Manche mögen's lieber nett verpackt. Wenn die Wahrheit nackig vor mir stünde, was gäb's da noch zu spekulieren? Die eigene Meinung wäre am Ende, man könnte sich nur noch integrieren. Narrenmund tut Wahrheit kund und Wahrheit ist oft ungesund. Was zu viel ist, ist zu viel. Sonst verliert man auch die Lust an diesem Spiel. Ach, wie gut, dass niemand weiß, sondern nur vermuten kann. Vermuten heißt nix wissen. Nix wissen heißt glauben müssen. Determinismus ist eine schlimme Sache, denn wenn alles schon feststeht, egal was ich hier mache, frag ich mich ganz berechtigterweise, wozu bin ich eigentlich hier auf dieser Reise? Ich will doch auch mal was entscheiden, leiden, vermeiden und nicht wie eine Marionette durchs Leben treiben. Es muss doch mehr seinen Weg geben im Leben. Sogar die Wissenschaftler wissen, Allwissenheit ist zu verwegen. Die unbekannte Größe nennen sie einfach X. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Wer keine hat, hat nix. Wenn die Wahrheit nackig vor mir stünd, was gäb's da noch zu spekulieren? Die eigene Meinung wär im Eimer, man könnte sich nur noch integrieren. Leicht zu begreifen, sonst könnte doch schließlich kein Mensch an ihr reifen. Zum Glück ist die Welt nicht so leicht zu begreifen, sonst könnte doch schließlich kein Mensch an ihr reifen. Zum Glück ist die Welt nicht so leicht zu begreifen, sonst könnte doch schließlich kein Mensch an ihr reifen. Zum Glück ist die Welt nicht so leicht zu begreifen, sonst könnte doch schließlich kein Mensch an ihr reifen. Vielen Dank. Gut, danke Samuel Beck. Ja, ach, jetzt hast du einen Kopfhörer auf, das finde ich gut. Ich wollte noch ein bisschen Werbung machen für unseren Podcast von letzte Woche, wo wir zusammengesessen haben und so ein bisschen gequatscht haben über alles Mögliche, das Leben, das dich war und lustig. Die Welt. Das war, ich fand's cool. Es endete wie immer, wir haben hinterher mehr geredet als vorher. Auf jeden Fall. Es war schön, ich danke dir, dass du da warst. Ja, außer Samuel sind noch ein paar andere Leute schon mal in meinem Podcast gewesen, nämlich auch der Morre. Und der Rainer vom Feld und einer, der noch kommen wird, der Lutz Keller. Ich frage mich gerade, Genia, du hast kein Bild. Ist das Absicht? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ja. Aber als ob deine Kamera nicht funktioniert. Quatsch, Kamera nicht funktionieren würde. Ja, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Du hast überhaupt kein Licht, oder? Ja, das ist die Idee. Also ich meine, wenn
Wenn das nicht geht, kann ich das Licht auch anmachen, aber ich dachte mir, das sieht gut aus. Also ich finde es cool, ich finde es geil. Lass es von mir aus gerne, gerne. Auch Genia hat einen Livestream im Zimmer 16 gehabt vor einigen Wochen, den ich nur wärmsten empfehlen kann. Ich habe sehr viel Spaß gehabt mit dir, Genia. Das war... Ich mag es wirklich, was du machst. Das ist wirklich sehr super, was da gekommen ist. Wieso bist du schon wieder verschwunden? Das geht nicht. Das ist, pass auf, Genia, was passieren wird, ist wahrscheinlich, dass das Licht so wenig ist, dass seine Kamera sagt, leck mich und abschaltet. Ja. Ja, schade drum, es sah wirklich cool aus. Fand ich auch. Egal, herzlich willkommen, Genia Oaks. Danke. Ja, ich werde ein Lied spielen, was ich beim Livestream vergessen habe zu spielen, obwohl ich das Instrument auch dabei hatte. Und weil das so kurz ist und in einer Sprache, die vielleicht nicht alle verstehen, werde ich noch eine Übersetzung lesen. Die Grundlage für dieses Lied ist ein Gedicht von Wilimir Chlebnikow. Schilfrohr der Zeit am Seeufer, wo das Gestein der Zeit gleicht, wo die Zeit dem Gestein gleicht. Am Ufer des Sees, Schilfrohr der Zeit, am Seeufer, heiliges Rauschen. Genia Oaks. Ja, stimmt, die Ukulele hat es die ganze Zeit auf dem Klavier liegen, ne? Sowas. War eher ein dekoratives Element. Jetzt nachgereicht. Gut, wir gehen nach Leipzig. Herzlich willkommen aus Leipzig. History, du warst, also ihr seid quasi, habt euch wieder breitschlagen lassen mitzumachen. Das finde ich super. Das finde ich wirklich großartig. Danke. Ach, ist sorry, du hörst mich nicht. Ich verstehe das. Ich hör dich. Wir haben hier noch YouTube. Wir machen es gleich aus. Ja, super, wir haben jetzt ein Echo. Okay, machen wir es gut. Herzlich willkommen, ist sorry. Versteht man das? Ohne eure Rückkopplung? Okay, lege ich los, wa? Was sagst du, Ralf? Ja. Okay, bin total nervös, wie immer. Die Rattenfeder heißt der Song und ja, die ganzen, ich habe da so ein kleines Büchlein geschenkt bekommen und da stehen immer die Sachen drin, die ich so am Tag so aufschnapp und so. Und aus den letzten Sachen ist der Song entstanden. Ja, die Rattenfeder. Schon, dass Tauben krank sind und so viele, so wie Ratten, sagte Victor neulich, dabei schielte er auf mein Balkon. Und du musst die Ratten neuer tauschen gegen runde Steine,
bei so viel gequirlte Scheiße bin ich nicht mehr mitgekommen. Mir war's zu blöd, irgendwas von irgendwelchen Fußabdrücken, welche wir alle einmal hinterlassen werden, zu erzählen. Alter, an denen könnten unendlich viele Federratten nisten. Mensch, ohne uns käme die Welt klar, aber die Ratten würden fehlen. Und auf dem Fischerboot irgendwo im Nirgendwo, sagte Oleg, startet sicher grad ein kleines Grüppchen Träumer in die Welt. Und er meint, er wird das nie verstehen, warum sie vielleicht irgendjemand einst in einem Wartesaal aus Angst und Hass gefangen hält. Er sitzt gelassen mit dem Föhn vor seiner altersschwachen Karre, geduldig schenkt er ihrer Ölwanne die letzte heiße Nacht. Und ganz gewiss werden ihm eure Schüttwasser-Regenbögen fehlen. Doch er ist weg, sobald die rote Tiger-Morgensonne lacht. Und Wasabi steht im Flur, sein treuer Blick trifft Stanleys Augen. Nach Reis mit Möhrchen guckt Wasabi gern mal Seifenopern an. Die zwei verstehen sich blind, auch wenn sie nicht dieselbe Sprache sprechen. Stan klappt den Laptop auf und zieht die Tür in Richtung Feindesland. Hey Dave, hier draußen ist mir kalt, deshalb vertreib ich meine Monster oft mit dem, was mir der Tag neben Wasabi noch so schenkt. Und ich hasse die ganzen Menschen, aber eins, Dave, sollst du wissen. Ich hasse die Menschen, doch ich lieb nun mal die Individuen. Dass nur ein Freak auch einen Freak erkennt, ist logisch, sagte Alex. Mal so beim Morgenbier im Park, ich hab gedacht, ist ja gut. Ja, aber falls das mal nicht hinhaut, sagte ich, stecken wir denen, die wir schon kennen, eine alte Rattenfeder an den Hut. Es wird nicht reichen, um zu fliegen, doch sie wird uns dran erinnern. Wir sind alle nur verspulte Tagtraumfänger mit Visionen. Drauf sagte Alex, hast du schon mal an eine Uhr geguckt, mein Lieber? Dave, lass mal eine Gänge kommen, unsere Freakshow startet schon. Danke fürs Lauschen. Yeah! Danke, History. Ich muss mich leider ein bisschen zurücknehmen mit meiner Rederei, sonst kommen wir hier dreimal durch, obwohl im Moment ist kein Echo, glücklicherweise. Oder höre ich so, wir machen fliegenden Wechsel. Das geht auch. Herzlich willkommen, Gunther Schwarz. Ja, vielen Dank, auf geht's. Genau, ich spiele ein Lied aus einer Zeit, in der ich jung war. Das war eine eigenartige Zeit, weil ich bin im Osten Kind gewesen und dann junger Mann, als die Wende war. Und da hieß es 3, 4, 5 Jahre und es kommen die blühenden Landschaften und alles solche Sachen. Wenn ich mit meinem Freund Ralf mich darüber unterhalte, er erzählt mir ganz andere Sachen aus dem Osten, die habe ich überhaupt gar nicht mitgekriegt. Ganz komisch, Generationen dazwischen. Ja, genau. Und das habe ich ein paar Sachen von damals aufgeschrieben. Das Lied heißt Nie genug. Den kleinen Omas die Kohlen geholt, den alten Genossen die Parolen gestohlen, die gleichen Tage, die gleiche Stadt. Auf Schuppendächern um den Block im Stadtpark ein paar Mark verzockt. Immer hungrig und niemals satt. Wir waren Jennifer und Jonathan und Max. Ich blieb mit Fried, war zu Haus, ihr hattet Sex. Es war nie genug, es war niemals zu viel. Das kommt dabei heraus, wenn die Zeit ihre Füße nicht stillhalten will.
auf dem Kassettenrekorder neue Lieder gehört. Die Wände vom Konsum mit Graffiti beschmiert, die gleichen Verse, ein neuer Reim. Liebesbriefe nach Berlin geschickt, ein Kuss vorm Palast der Republik, die gleiche Fenster, ein neuer Stein. Und die Taube mit dem Ölzweig an der Wand. Und der Frieden war dahin in unserem Land. Es war nie genug, das Glas niemals zu voll. Das kommt dabei heraus, wenn die Zeit ihre Füße nicht stillhalten soll. Weggezogen und rechts überholt. Der Strom kommt schon längst nicht mehr aus Kohlen. Was richtig war, ist verkehrt. Was ist so ein Matchbox noch wert? Eine Datsche im Garten, ein Depeche Mode Song und wir tanzen all night long. Ein altes Leben, ein hoher Preis. Ein neuer Markt und der Duft von Vinyl im Tränenpalast hat sogar Prince gespielt. Eine Kolonie, ein Abstellgleis. Der Regen an dem Tag war violett. Wir rissen Schulterpolster aus dem Jackett. Es war nie das Lied, es war wie man es sang. Das kommt dabei heraus, wenn die Zeit ihre Füße nicht stillhalten kann. Es war nie genug, weck mich nicht, wenn ich schlaf. Das kommt dabei heraus, wenn die Zeit ihre Füße nicht stillhalten darf. Gib mir einen Schnaps und gib mir einen Kuss. Das kommt dabei heraus, wenn die Zeit ihre Füße nicht stillhalten muss. Und sei mir doch bitte nicht böse, mein Schatz, wenn ich dann irgendwann gehen muss. Und nimm diesen Stein vor dem Fenster, mein Schatz, und wirf ihn für mich in den Fluss. Dankeschön. Danke, Gunter Schwarz. Und wenn vom Wechsel die Rede ist, gehen wir jetzt gleich zu Ralf Schüller, der das im Moment eigentlich, ich glaube, man kann schon sagen, das Gesicht der Liedertour Leipzig ist. Man hört mich nur sehr leise, das finde ich gut. Ich mag es ja, wenn ich mich selbst höre. Ich finde das völlig okay. Ich bin da ganz unverfroren eitel. Herzlich willkommen, Ralf Schüller. Hallo Lothar, hört ihr uns? Wir hören euch super. Okay, das ist schön. Dann bis gleich. Danke mal. Ruhig leise, ne? Stellst du dich höflich, stellst du dich stur? Fährst du nach Bayreuth oder fährst du zur Kur? Hältst du die Hände, hältst du dich raus? Schreib's an die Wände, ich komme nach Haus. Schreib's an die Wände, ich komme nicht mehr. Läufst deinem Schatten nicht mehr hinterher. Prüfst du die Summen jedes Quartal? Pfeifst du den Ämtern, ihr könnt mich doch mal? Brennst du sie nieder, brennst du dich aus? Schreib's an die Wände, ich komme nach Haus. Schreib's an die Wände, ich komme nicht mehr, läufst deren Schatten nicht mehr hinterher. Bist du nur, bist du hier, bist du ja, bist du von allen guten Geistern immer noch da?
Denkst du zerrissen oder elegant? Glaubst du noch immer an den Flaschenpfand? Bist du ein Kopf, bist du eine Maus? Schreib's an die Wände, ich komme nach Haus. Schreib's an die Wände, ich komme nicht mehr. Läuft dir dein Schatten hinterher? Hoffst du auf Wetter, hoffst du auf Krieg? Zählst du die Tropfen, setzt du auf Sieg? Setzt du auf Frieden oder Applaus? Schreib's an die Wände, ich komme nach Haus. Schreib's an die Wände, ich komme nicht mehr. Fällt dir dein Schatten ins schäumende Meer? Bist du nur, bist du hier, bist du ja, bist du von allen guten Geistern immer noch da? Stellst du dich ein, stellst du dich aus? Fährst du nach München oder gleich geradeaus? Bist du nur Käse, bist du eine Maus? Schreib's an die Wände, wir kommen nach Haus. Schreib's an die Wände, ich komme nicht mehr. Sag dir dein Schatten, du wirst mir zu schwer. Lügst du dich goldig, lügst du dich krank? Kriecht dir die Angst, kippelt dein Schrank? Lebst du verzweifelt, lebst du im Braus? Schreib's an die Wände, ich komme nach Haus. Schreib's an die Wände, ich komme nicht mehr. Erdrückt dich dein Schatten oder drückt er dich sehr? Herzliche Grüße aus Leipzig in die ganze Welt. Danke, Ralf Schüller aus Leipzig. Ich rate jetzt einfach nur, auch er wird im Konzert im Gewandhaus zu hören sein, ebenso wie Gunter Schwarz und History. Wir gehen jetzt nach Berlin vom leeren, schönen, schicken, roten Sofa auf ein anderes Sofa in Berlin. Herzlich willkommen. Jana, du müsstest dich noch anschalten. Du bist noch stumm geschaltet. Ich werde jetzt mal... Jetzt, hallo, Test. Jetzt hören wir dich. Und meine Gitarre auch nur zur Sicherheit. Wir hören noch deine Gitarre. Sehr gut. Wir sehen dich, wir hören dich, wir sind begeistert. Yeah, herzlich willkommen, Jana Berwig. Hallo. Ich spiele heute Girls United Bootcamp. Als Signal, der Sommer wird bald kommen, ganz sicher. Wisch dir bloß nicht den Mund ab von deinem zuckersüßen Rausch. Ein Stückchen Buttercreme sieht einfach blendend an dir aus. Leck dir jeden Finger einzeln ab, damit sich keiner stört. Wenn du ihm die Hand gibst, du weißt, was ich gehört. Kotzen sie halt so, wenn sie sonst nichts erleben, mit ihnen eine Show, Sommer in Berlin. Doch erstmal geht's raus ins Grün, wir fahren ins Girls United Bootcamp. Hier lernst du, wie du sie zum Lachen bringst. Ooh.
Schatz ist an der Sonne. Du hast sie abonniert. Und das Handtuch am Strand ist bestimmt für dich reserviert. Und wenn dann einer Schatten will, behauptet es gehöre ihm, dann rück ein bisschen rüber. Was ich zieh. Lass die Leute da reden, dann tuschen sie halt so. Wenn sie sonst nichts erleben, mach sie zum Teil der Show. Sommer in Berlin, doch erstmal sind wir im Grün. Warm up im Girls United Pool. Hier lernst du, wie du sie zum Lachen bringst. Sommer in Berlin, bevor wir um die Häuser ziehen. Training im Girls United Booken. Wir machen das, was gute Laune bringt. Wir heben ab, starten durch und sie da. Chillen wir über die Autobahn. Wir haben keine Eile, ein Hoch auf die Langeweile. Das Leben ist zu kurz, um dran vorbeizufahren. Schöne Grüße, ciao. Danke, Jana. So, jetzt muss ich mich jetzt hier halb so irgendwie über den Mic lehnen, damit ich zu hören bin. Spotlight, Moment. Ersetzen. Das sieht bestimmt total toll aus, wie wir hier kuscheln, aber Mike ist geimpft. Der ist einer von denen, die sich impfen lassen. Ich bin einer von denen, die es nicht machen. Und wir sind uns trotzdem einig, dass jeder recht hat. Herzlich willkommen, Mike Thomas Weber. Dankeschön. Josephine, du warst doch immer so ein anständiges Mädchen. Immerhin kommst du aus einem sauberen Städtchen. Wo ist der Sinn, ständig Neues auszuprobieren? Mein liebes Kind, du wirst noch mal in Hölle, du hast an einem Joint gezogen. Bist dann abgehoben, danach hat sich die Zeit verbogen. Halleluja, fühltest dich betrogen von denen da oben. Sie fingen an zu toben, was machst denn du da?
Josephine. In deinen Augen sehe ich das rote Meer rauschen. Abzutauchen, den Wellen zu lauschen. Außerdem, Himmel und Hölle können warten. Und zudem wächst das jetzt in deinem Gast an einen Joint gezogen und bist dann auch noch abgehoben. Danach hat sich die Zeit verbogen. Halleluja. Du fühltest dich belogen von denen da oben. Sie fingen an zu toben. Was machst denn du da? Was machst denn du da? Oh, oh, 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 was machst denn du da? Dankeschön, Mike Thomas Weber, auch auf dem Zimmer 16 Kanal mit einem eigenen Stream zu sehen. Die Leute meckern, alles ist dunkel, ich fand es stimmungsvoll, aber gut, so verschieden sind die Ansichten. Ich komme jetzt zu meinen Pflichten als Soundchecker. Hallo Axel, sag, gibst du mal kurz einen Ton von dir bitte? Schalte ich, genau. Ja, wunderbar, klingt wunderbar, super. Wir kommen jetzt aber noch nicht zum Axel, sondern zu einem, der auch bei mir im, wieso, genau, so sieht das aus, der auch schon bei mir im Videopodcast war, mit dem ich ein Stündchen geplaudert habe. Herzlich willkommen, Lutz Keller. Hi, hi, hi. Sei gegrüßt. Wie hast du die letzte Woche verbracht? Hast du sie genossen mit dem Corona-Scheiß oder hast du auch die Schnauze voll? Die Schnauze haben wir wohl alle voll, oder? Du, es gibt Leute, die stehen drauf. Die stehen drauf. So, manche genießen es irgendwie, also das, dass es jetzt Regeln gibt, die man einhalten muss, dass man Masken tragen muss, dass man getestet sein muss und so ein Kram. Es gibt Leute, die stehen drauf. Ja, ich versuche nicht irritieren zu lassen. Also ich mach nicht von seinen Gedanken, von seinen eigenen Gedanken davon abhalten lassen, genau, dass andere Leute andere haben, ja. Genau. Klingt völlig vernünftig. Herzlich willkommen, Lutz Keller. Mache hier draußen mein Ding, weißt du, hier auf dem Lande, wühle im Garten und baue Zäune und sowas. Damit habe ich die Woche verbracht. Das klingt völlig vernünftig und menschlich auch noch dazu. Soll ich ein Lied spielen? Jetzt wäre der Moment. Du hast mich, ja? Du hast mich tonal, dann mache ich mal dieses komische. Du hast das Bild, ich habe den Ton, wir haben dich, los. Super. Und ich singe euch was davon, was mir jetzt eigentlich die ganze Zeit, meines Elend auf hohem Niveau, aber das fehlt uns allen mächtig. Einfach mal wegfahren, in Urlaub fahren. Prost, meine Lieben. Urlaub. Tatsächlich Urlaub. Und ich reise auf meine Weise mit dem Rad ziemlich leise, nur mit mir selbst und zu mir selbst. Und keiner redet rein, die Sonne und das Herz geben den Takt und alles ist einfach, das Leben ist nackt. Tatsächlich Urlaub. Geil ist das denn, der Sonne hinterher, tatsächlich Urlaub. Wie geil ist das denn, der Sonne hinterher, nichts ist schwer.
tatsächlich Urlaub und ich sause mit meinem Rad durch die Pampa und brauch ich mal eine Pause. Dann hol ich mir eine riesengroße Weizenbrause. Manchmal gibt's nur Wasser und trockenen Keks, egal. Hauptsache unterwegs, tatsächlich Urlaub, wie geil ist das denn? Der Sonne hinterher, tatsächlich Urlaub, wie geil ist das denn? Der Sonne hinterher. Hab ich mal einen Platten, ja was soll datten? Dann fange ich an zu schrauben, das Trickzeug raus zu glauben, davon da lass ich mir da nicht den Tag versauen. Sollen andere ihre Nägel kauen, die Sonne und mein Herz geben den Takt und alles ist einfach, das Leben ist nackt. Tatsächlich Urlaub, wie geil ist das denn? Der Sonne hinterher. Tatsächlich Urlaub, wie geil ist das denn? Der Sonne hinterher. Nichts ist schwer. Nichts ist schwer. Nichts ist schwer. Danke, in den Norden von Berlin, was von hier aus doch mal noch Norden ist. Danke. Ach so, ich bin bei dir. Was ist denn? Hast du was zu sagen? Bei mir. Danke, in den Norden von Berlin. Ich wollte gerade sagen, was südlich von mir ist, das stimmt ja nicht. Guben ist südlich von Norden, vom Norden von Berlin. Ist immer noch Norden. Was für ein Ding? Guben? Heiligensee. Du bist in Heiligensee, ich bin in Guben. Egal. Ach, du bist in Guben? Ja. Ich bin im Süden. Ich bin im Süden, du bist im Norden. Verstehe. Okay. Verstehe. Herzlichen Dank, Lutz Keller. Ja, ich danke euch. Lust der Aktion. Wir gehen jetzt, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wo wir hingehen. Das letzte Mal wäre es Sardinien gewesen. Ich glaube, ist nicht mehr, oder? Nee, ich bin zurück seit 4 Wochen. Ja. Aber du bist nicht in Böblingen, obwohl die Gegend schon mal stimmt, ne? Ich bin so in Richtung Stuttgart, Schwäbisch Gmünd. Schwäbischer geht es ja gar nicht. Schwäbisch Gmünd. Ja, da bin ich aufgewachsen, aber... Es war halt Zeit, jetzt zurückzukommen nach 2 Monaten. Ich habe die Songs zusammen, das Album ist bald fertig und die 2 Monate habe ich da genutzt und ja, war super. Und trotzdem war es Zeit, zurückzukommen irgendwann. Hast du schon einen Plan, wann es rauskommt? Ja, ich mache gerade so eine Crowdfunding-Aktion. Ende Juni ist die abgeschlossen und dann im Ende Juli habe ich das Album. Wenn ich vielleicht, also ich muss das schaffen, jetzt habe ich ja einen Termin, also das muss gehen. Dann kommt es. Ja, man muss sich manchmal selber unter Druck setzen. Ja, genau, das habe ich diesmal gemacht. Wenn du da einen Link für die Crowdfunding-Aktion hast, schickst du mir, dann setze ich ihn mit in die Beschreibung. Ne, super, freut mich. Ja, cool. Herzlich willkommen, okay. Axel Nagel. Ja, und ich habe einen Song mitgebracht aus der Zukunft, den es noch gar nicht gibt. Das ist selten, solche Songs. Der Song ist geschrieben worden von einer Spezies, die nach uns auf der Erde lebt. Und dann irgendwelche Artefakte von uns gefunden hat und sich dann einen Song zusammengereimt hat. Und deswegen ist der Song ein Zukunftssong, der aber jetzt stattfindet und ich kann ihn schon jetzt spielen in der Vergangenheit. Also ziemlich verwirrend. Er heißt Nachruf. Musik.
haben die Zeichen gedeutet, sie suchten den Verstand. Die Erklärungen scheinen sich umzudrehen, sie haben sich wohl verrannt. Weiß der Drang, sich zu belügen oder zu wenig Zärtlichkeit? Ich glaub, tausende Ideen waren wirklich gut gemeint. Lass uns ihre Gedenken, ihre regen Fantasie, all den Albernheiten und den netten Versuchen, sich dem Schicksal zu entziehen. Weiß die göttliche Verfügung oder von langer Hand geplant? Oder waren die bösen Mächte hier mit im Spiel? Sie waren nicht bereit und haben sich sehr beeilt. Nachwärts senkt die Blicke in leichter Traurigkeit. Sie waren nicht bereit und haben sich sehr beeilt. Mit Pauken und Trompeten in die Dunkelheit. War nur kurz zu Besuch, ein Flügelschlag der Zeit. Sie hatten alle Chancen, sich zu finden, doch waren sie nicht bereit, sich mal im Spiegel zu betrachten, sie nicht ganz so ernst zu nehmen. Tausende Ideen waren wirklich gut gemeint. Sie waren nicht bereit und haben sich sehr beeilt. Nachwärts senkt die Blicke mit leichter Traurigkeit. Sie waren nicht bereit und haben sich sehr beeilt. Und mit Pauken und Trompeten in die Dunkelheit. Die schönen Versuche schon im Ansatz leicht exaltiert und all die schönen Produkte schon im Vorfeld leichtsinn entleert und all die warmen Gedanken längst erlossen, schwebend im All. Wir resümieren mit Staunen über die menschliche Art und ihren aufrechten Gang. Ihren aufrechten Gang, vielleicht waren sie ein bisschen zu bequem. Sie waren nicht bereit und haben sich sehr beeilt. Und die Nachwelt senkt die Blicke in leichter Traurigkeit. Sie waren nicht bereit und haben sich sehr beeilt. Mit Pauken und Trompeten in die Dunkelheit. Dankeschön. Wunderschön. Danke, Axel Nagel, nach in Schwabenland. Ja, genau, genau. In Schwabenland. So, jetzt kommt das Letzte. Jetzt kommt auch wirklich das Letzte hier. Nämlich, sie steckt mir die Zunge raus, recht hat sie. Meine am Ende dann doch geschätzte und liebe Kollegin von der offenen Bühne,
Die gute Danielle, genau. Ja. Es war ein verrückter Abend mit ein paar Pannen und ein paar schönen Sachen. Also eigentlich außer den Pannen nur schönen Sachen. Was red ich für ein Quatsch? Ich bin gespannt. Deine offene Bühne, die ist am, ich habe jetzt den Tag vergessen. Das ist der 7.6. Natürlich, der Montag, der 7.6. Und ich weiß aber noch nicht, ob sie tatsächlich wieder im Zimmer 16 stattfinden kann. Also eventuell auch nochmal online. Also online hätte ich schon zwei Leute, die gerne mitmachen würden. Aber willst du den Namen sagen? Oder also so rein, um mal ein bisschen zu werben? Einer davon aus Hamburg wäre Christoph Biermann. Der zweite ist zurzeit noch in Graz. Und zwar ist es der gebenedeite Herr Bogensberger. Christian Bogensberger, den kennst du doch. Doch. Der war eigentlich öfter im Zimmer 16. Wenn du wüsstest, wen ich alt nicht kenne. Der ist zurzeit noch in Österreich und der kommt dann aber auch erst Mitte Juli nach Deutschland. Wenn seine Impfung und alles so durch ist und das ist dann, dauert noch. Ja gut, aber in Österreich gibt ja wohl angeblich auch Internet, habe ich gehört, hat man mir erzählt. Ich hab's vermutet. Alpen hin oder her. Okay. Alles gut. Klar. Wir hören sehen. Jetzt die Ute Danielzig, die am, ich habe schon wieder fast 7.5., ne? Klar, 7.6. 7.6. die offene Bühne machen wird und wir wissen noch nicht, ob online oder offline. Vielleicht fällt uns ja auch noch irgendwas ein, wie man es mischen kann. Das wäre ja auch mal eine lustige Idee. Da sind schon ein paar Leute vom Artenschutztheater dran, die eine Überlegung hatten, also sie haben es auch noch nicht hingekriegt, weil die hatten die Idee, dass man sich sozusagen Künstler aus dem Ausland mal eben per Projektion auf die Bühne holt. Ja, sowas in der Art, irgendwie. Also, müssen wir auch nochmal gründlich drüber nachdenken. Jetzt aber erstmal. Wenn man technische Ideen hat, da sind wir immer offen für. Ja, herzlich willkommen, Ute Danielzig. Danke. So, und im Garten blüht der Flieder wieder. Und was macht man, wenn man als Künstler während dieser Zeit jetzt nicht irgendwo auftreten darf? Man sitzt mit der Flasche Wein alleine zu Hause abends und daraus kam dann dieses Lied. Die Fliederfee hat einen Tee am See bei Angermünde. Der liegt im Wald still und geheim, dort will sie heute alleine sein. Sie hat so ihre Gründe, sie hat so ihre Gründe. Im Garten unterm Holderstrauch saß sie einst ganz alleine. Ihr schlanker Leib, ihr Elfenhaar und endlos lange Beine. In ihren Augen Sternenglanz, kann sein sehr melancholisch. Ein bisschen nicht von dieser Welt, ein bisschen alkoholisch. Der Fliederich vom Fliederbaum kam zu ihr angeflattert. Ich bin der Elf vom Fliederbaum, ich flieg auf dich, denn du bist Traum. Da war sie ganz verdattert, da war sie ganz verdattert. Die Fliederfee brach sich nen Zeh, sie hat zu viel gewogen. Die Sache mit dem schlanken Leib war vielleicht doch gelogen. Die Flügel sind zu kurz, zu schwer ist sie für eine Elfe. Zwar ist sie hübsch, doch die Tendenz geht eigentlich zu Zwölfe. Schon gerne Fliederfee mit einem Liebeskummer, trinkt literweise Fliederwein, schläft leise unterm Flieder ein, fällt ohne Traum in Schlummer, fällt ohne Traum in Schlummer. Schleichst du dich leise an sie an, gib ihr einen Kuss zum Beben, bringst du ihr kleines Elfenherz, da fühle sie
euch schweben. Danke, Ute Danielzig. Das war's schon. Danke fürs Zuhören. Im Zimmer 16. Und übrigens eine der ersten, die bei mir auf dem im Videopodcast waren, Lothar ganz da. Ich mache da einfach jetzt unverfroren Werbung. Moment. Jetzt bin ich hier mit meinen Videospotlights völlig durcheinander. Kann irgendjemand Zoom mal sagen, dass es total toll wäre, wenn man Tastaturbefehle hätte dafür, dass man Leute ersetzt und hin und her und sonst da wie. Das ist grauenhaft, wenn man ein Kontextmenü benutzen muss, was dann nicht mal mit Pfeil auf- und Abtasten funktioniert. Das ist wirklich erbärmlich. Leute, wenn ihr nicht programmieren könnt, wieso wollt ihr Programme schreiben? Das geht doch nicht. Wir sind durch. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich bin total begeistert. So viel ist dann am Ende doch gar nicht schief gegangen. Und wenn, dann lag es an mir. Haut mich. Ist egal. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Das steht dann im Abstand. Ich habe es jetzt tatsächlich vergessen. Jetzt gucke ich mal, was mein Abspann sagt, wann wir uns wiedersehen. Wir sehen uns erstmal am 7.6. wieder, in welcher Form auch wieder. Immer. Wo ist mein Cursor? Kann mir irgendjemand sagen? Da ist er. Großartig. Da ist der Abspann. Am 7. Juni sehen wir uns auf der offenen Bühne und die offene Liederbühne habe ich noch. 7, 14, 21, 3 im Sinn. Ich glaube, das ist der 21. Ich behaupte jetzt aber, am 21. ist die offene Liederbühne. Es ist auch der Tag der Fete der Musik. Musik. Egal. Wir werden uns was einfallen lassen, was wir machen. Also entweder wir machen es im Zimmer 16 als Livestream aus dem Zimmer 16, wenn überhaupt gar nichts geht. Wäre auch mal lustig und laden uns da ein paar Leute hin und her ein. Oder wir machen es vorm Zimmer 16, wenn das geht und nur draußen geht. Nur online. Ich glaube, wir müssen mal was ändern. Das wird langsam langweilig mit dieser Streamerei und den Zoom-Meetingen. Das ist irgendwie, ich habe dazu keine Lust mehr. Und ihr möglicherweise auch nicht. Wir müssen uns da irgendwas einfallen lassen. Werden wir auch machen. Spätestens bis zum 21.6. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Freude mit dem Abend. Ihr könnt euch jetzt nochmal und nochmal und nochmal angucken. Und wir werden noch ein paar Links in die Beschreibung packen, damit ihr ins Gewandhaus findet in Leipzig. Damit ihr zu Axel Nagels Crowdfunding-Plattform findet, dass ihr zu den einzelnen YouTube-Kanälen der Künstler findet. Wisst ihr was? Macht's gut. So, Lothar, haben wir uns noch was zu sagen? Nee, nur.